Moin, grüezi und servus miteinander. Ich bin's, der Mats von Tel Rontur. Und ich bin hier in der herrlichen Napf-Region unterwegs. Was ist der Napf? Also der Napf selbst ist mal der höchste Punkt. Kann ich euch auf der Karte mal zeigen. Aber das ganze Gebiet nennt sich der Napf. Das sind ganz viele kleine Täler. Überall zwischendurch hat es wieder so Hügel, ne, wie hier. Also ganz, ganz, ganz hügelig. Mit kleinen Sträßchen. Und das ganze Gebiet ist eigentlich eine einzige Sackgasse. Also egal welches Tal du da anfährst, meistens ist es eine Sackgasse. Und die Strecke hier, Barau-Lüderenalb und auf der anderen Seite wieder runter, ist der einzige Übergang, den es gibt durch den Napf oder über den Napf. Ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht, Barau-Lüderenalb, allerdings war das Anfang Jahr damals und da lag oben noch Schnee, da muss ich abbrechen. Ich verlinke das mal in der Videobeschreibung, könnt ihr mal gucken. Und ich werde jetzt gleich bei der Abzweigung anfangen zu filmen, gewohnt mit Motorensound. Und ja, wünsche euch einfach mal viel Spaß. Bis gleich.
das war die Lüderen Alp mit einer wunderbaren Aussicht Richtung Süden zu den Alpen wie auch Richtung Norden. Und was ich ganz speziell fand, ist, dass man immer wieder mal so auf den Grat fährt. Also rechts und links geht es einfach runter. Es ist sehr, sehr spezielle Gegend, wunderschön. Und ja, die Straße, die hat es in sich. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht, aber die hat Bodenwellen. Noch und nöcher. Also das ist mit einer Enduro irgendwie noch lustig, aber wenn ja, es ein Motorrad ist mit einer bisschen härteren Federung, dann macht das echt keinen Spaß mehr. Auch mit Sozius, nee, vergesst das. Also Enduro, ja, lustig, alles andere, nee. Und falls ihr euch gefragt habt, warum die Kamera hier oben, jetzt ist gerade leer, ne, keine Bilder geliefert hat. Das möchte ich auch gerne wissen. Ich habe 3 GoPro Session 4 und bis auf die hier zicken die anderen rum. Also 2, die nehmen ein paar Sekunden auf, dann ist wieder Schluss. Muss mal gucken, woran das liegt. Finde ich schade. Ich hätte es gerne ausprobiert, wie der Kamerawinkel hier ist, ob das was taugt. Aber tja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, lasst doch ein Däumchen da, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und noch mehr solche Videos sehen wollt, dann abonnieren mit Glocke. Und hui, die Straße hier hat es in sich. Oh. Kurvig, kurvig. Ja, abonnieren, Glöckchen hauen, damit ihr auch benachrichtigt werdet. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.